Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen zur Staffel 2 von Pen and Paper, dieses Shotgun Mal mit erster dem Gag. Regelwerk. Oh, oh, das war's. Perfekt, erster Gag mal wieder. Alter, welcher Vollidiot benutzt das? Trinkt aus seinem Trinkhorn. Wieso ist denn da was drin, Alter? Jetzt mal ernsthaft. Das klingt da auch raus. Ich möchte jetzt mal ganz kurz eine Frage dazu stellen. Ja. Deine primären Geschlechtsorgane sind die jetzt... Die gehen dich überhaupt nichts an, es sei denn, du bist interessiert. Das muss ich ja gerade, versuche ich ja gerade rauszufinden. Sind die primär jetzt... Sind sie groß, ja. Gut, das, danke. Na, hallo, bist du dann statt einem Wikinger ein Viking sie? Viking mehr Viking sie. Dieser Gecko, den präsentiert von deiner Geschlechtsumwandlung sozusagen. Das stimmt. Nils? Ich bin Kampfprostituierte. Das ist kein Beruf. Doch. Nein. Das ist auch, du lässt auch nicht locker. Ich wollte gerade sagen, jetzt willst du aber auch um jeden Preis gegen das Setting kämpfen. Ich bin Türsteher. Es gibt Wache würde ich durchgehen lassen. Türsteher klingt gut. Es gibt keinen Türsteher. Wache. Club. Es gibt keinen Club. Sag mal, wollt ihr eigentlich unbedingt das Regelwerk bombardieren? Gab es sowas wie Sondersoldaten oder so Spezialkräfte? Wo gehen die Leute denn Wache? Wo gehen die Leute nach erfolgreicher Jagd, wo gehen die denn feiern? Valhalla! In die Hauptthalle. In die Hauptthalle. Und wenn man da nicht reinkommt, dann gibt es auch eine Wache. Das macht eine Wache. Du bist die königliche Leibgarde. Der König gab es nicht. Du könntest die Leibgarde eines Jarls sein. Gut, dann bin ich Jarl. Du kannst kein Jarl. So klar, es war so klar. Das ist eine der wenigen Sachen, die du nicht sein kannst. Und nicht so schneller als du. Ich habe ja nur, mir wurde es einfach gesagt. Ich finde beides gut. Jarl ist ein Titel und du kannst nicht einen Titel jetzt hier als Beruf dir wählen gerade. Also ihr kriegt gleich einen Titel. Dann bin ich Transvestitenjäger. Kannst du auch nicht. Leibgarde ist doch ein Türsteher. Was spricht dir jetzt dagegen, Leibgarde zu sein oder Wächter zu sein? Kurz. Wir haben noch keinen Wert bei euch eingetragen. Okay, ich bin Wächter. Okay, würde ich. Super spannend, Wächter. Dann bist du Schamane. Ja. Du kannst auch Schamanen. Also Schamane, Runendeuter, Orakel, das Schamanski sind so Beispiele. Okay, Kultus. Ich bin Bonus. Das ist dein Bonus schon. Ich bin wunderschön. Du kannst ja gleich noch mehr Punkte drauf geben. Wenn deine Idee ist, dass du wunderschön bist, dann ist... Das ist doch nicht meine Idee, das sagen alle anderen immer. So, okay, das ist was so ist wenig. Denn bei diesen Kampfattributen, also zum Beispiel bei Äxte, was ist denn da ein krasser Wert? Also 10 ist jetzt 10 gut oder nicht? 10 ist schon ziemlich gut, ja. Und 20? 20 ist hammergut. Und 30? Ja, 30 ist dann ist unmöglich eigentlich schon fast, dass du was nicht schaffst. Es hängt auch immer von der Waffe ab. Wenn du echt so eine alte, rostige Scheißaxt hast, musst du schon ziemlich gut sein, um damit noch kämpfen zu können. Mit 30? Ja, mit 30 schaffst du alles. Mit 30 kannst du mit allem kämpfen. Also mit 30 kannst du einen Stein anspitzen und den im Grunde wie eine Axt benutzen, wenn du irgendwie einen Stock reinrammst. Alles klar. Wobei ich dann sagen würde, das ist cool. Hast gedacht, ne? Ja. Ich muss es jetzt wissen, bevor ich 30 Punkte nehme. Nee, ist cool. So, okay. Es ist quasi das Wissen darum, wie man Leute täuscht und sie reinlegt, dass irgendwas magisch sei, obwohl es das nicht ist. Was ist, ja, gut. Findest du nicht, dass da vielleicht ein Bonus angebracht wäre? Ich finde, also wenn er sagt, zum Beispiel, wenn er ich sagt, bin, der Täuscher. Guck mal, es ist das ja so. Das wäre natürlich kein guter Beiname. Ich glaube dir, Nils, der Täuscher. Niemand sagt... Geronima, Geronima Schamanski. Von den Göttern berührte. Die von den Göttern die berührte. Gott berührte oder die so. Gott berührte. Würde ich, ja. Was möchtest du mit Talent damit verknüpfen? Manipulieren. Manipulieren und mythische Täuschung. Manipulieren würde ich gerne. Manipulieren finde ich nicht so sinnvoll. Ja, warum? In welchem Zusammenhang steht das mit göttlicher Berührung? Ja, Gott berührte. Von wegen, ich bin von Gott berührt. Ihr müsst mir folgen. Ihr müsst Folgendes machen. Ah, okay. Ja, klar. Die sehen mich als ein höheres Wesen. Ja, ich würde, okay, so würde ich es so durchlassen. Mit der Argumentation würde ich es erlauben. Da muss ich ja gar nicht argumentieren. Das okay. Versuchst du gerade am grünen Tisch eine Gottheit zu werden? Ich bin die von Gott berührte. Das heißt, so. Du berührst mich was nicht. Ist dein Beinamen? Was damit passiert? Letztes Mal war es nur ein Bogen. Ja. Nein, du hast keinen besonderen Dolch. Du hast einfach einen Dolch. Ich wollte lediglich sagen, ein Ritualdolch. Ich als Prostituierte, deren Beruf nicht mal anerkannt wird in der Gesellschaft. Ja. Das ist meine Primärwaffe ist du der bist Dolch. Schamane. Ja, ich du weiß. Kannst nicht Schamanenprostituierte sein. Dein Beruf ist Schamane, du kannst dich gerne prostituieren, wenn du es möchtest. Das wird er. Das ist die moralische Message. Gut. Und der Kaiseradler dient ihm als Waffe in seinem... Nein, du kriegst keinen Adler. Diese Geschichte muss ich mir jetzt anhören und damit ich aber sagen kann, nein, kein für Adler. Wikinger vielleicht... Kampfadler. Wir haben nur noch 2 Minuten, also wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, alle ich Items noch Kampfadler zu vergeben. Als nein, du kriegst haben. Keinen Kampfadler. Verdammt! Nils. Udin hat schlechte Laune heute. Wenn der Nils einen Kampfadler kriegt, will ich einen Drachen. Dann kriegst du einen Drachen. Okay, pass auf, meine Primärwaffe ist die größte Axt der Welt. Du kriegst keinen Kampfadler. Wenn er einen Kampfadler kriegt, will ich einen Drachen. Er kriegt keinen, dann kriegst du auch keinen. Das ist. Ich verstehe das. Ich würde dir keinen Kampfadler durchgehen lassen. Ein Adler sowieso gar nicht. Einen Raben würde ich dir durchgehen lassen. Ein Raben als Haustier. Ey, Raben ist auch gut. Dieser Rabe ist aber nicht
hochgradig intelligent oder super dressierbar. Du kannst ihn aber, er ist auf jeden Fall in der Lage, Botendienste auszuführen. Pass auf, ich nehme den Raben, aber du guckst dir gleich in Erwerbungspause auf Wikipedia mal den Eintrag zu Raben an und dann reden wir nochmal über Raben reden wir. Ah, ich habe den dümmsten Raben der Welt abgekriegt, oder was? Ja. Du kriegst doch einen Raben. Wo ist die Kamera? Yeah. Mein Name ist Bluten. Lasse Bluten. Das ist meine große zweiblättrige Axt namens Axel. Ja. Und ich bin sehr versiert im Umgang mit der Axt. Punkt. Ich. Ja. Hör auf den Namen Steppken Pizzlemick. Ich habe eine Sache vergessen zu erwähnen. Das ist nur eine Info für die Zuschauer, damit sie wissen, was für ein Potenzial ich habe. Ich habe auf Axt 25 Punkte. Oh, das ist nicht schlecht. Das würde ich sehr. Das ist eigentlich, eigentlich schon zu viel. Das hätten auch 15 gereicht wahrscheinlich. Aber es sind 25. Ja, okay. Gut. Ich. Ja. Hör auf den Namen Steppken Pizzlemick, aka. Was wikingisch ist für also known as der Nerd mit einem O und einem Strich durch oder halt auch Leonardo da Vinci. Und ich habe eine Skulmer Taschenaxt, die über so viele Fähigkeiten verfügt, dass ich sie selbst noch nicht alle einsetzen konnte, aber der Hauke wird mir heute helfen, bis ans Limit zu gehen. Ich bin Tjark, karg in Worten. Tjark, Gorgonta. Ich bin Jeroen Marötnerrock. Auf Beutezug meines Vaters vergessen worden in Amerika bei den Indianern aufgezogen worden. Hi. Da hieß ich zwischenzeitlich Rumpfi Büffel Schewatnaze, weil die meinen echten Namen nicht kannten. Dann bin ich zurückgekommen, später im Verlauf meines Lebens in Zwegingerland. Dort habe ich zu mir selbst gefunden. Ich habe festgestellt, ich bin eine Frau im Körper eines Mannes. Und ich lebe jetzt auch diese Weiblichkeit in mir aus. Endgültig, ich stehe dazu final, dass ich auch nach draußen als Frau auftrete. Mein Beruf ist Schamane. Ich bin die beste Schamanin der Welt. Sehr anerkannt, sehr prominent. Ja, alle Runenblätter dieser Welt haben mich auf dem Titel. Außerdem kann ich sehr gut manipulieren. Und ich bin ein Meister, Achtung, ich finde das Wort nicht, in mythischer Täuschung. So, das bin ich. Ja. Oh, das wird knuffig. Lasse. Du musst deine Axt in deine andere Hand nehmen. Links ist mega stark, rechts ist verkümmert. Du musst auch mal die Axthand wechseln. Ich kann sie nur mit links tragen. Ja, scheiße. Sieht scheiße aus. Tjark. Musst du dich immer verstecken? Tjark. Musst du dich immer verstecken? Nein. Du weißt, dass uns drei das nervt. Das ist unangenehm. Es ist immer das Gleiche mit dir. Es kommt irgendwie einer vorbei, wie Tjosse. Ich bin hier hinten. Ja, und man muss dich immer suchen. Was? Wo? Willst du dich nicht mal fragen, warum du dich immer versteckst? Ob du nicht Angst hast, bestimmte Dinge deines Lebens zu teilen? Nein. Jungs, hier waren viele Leute, es sind hier viele Leute rumgelaufen. Gut, dann nichts wie weg. So kenne ich dich. Gut. Und dann bringen wir ihn schnell zurück. Wahrscheinlich zum Seher ist er auch sowas wie der Heiler. Ja, ihr würdet ihn, glaube ich, klassisch zum Seher oder zum Haupthaus. Das wäre so, also im Ort, ja, Seher oder Haupthaus. Das sind die beiden Orte. Bringen wir ihn zum Seher. Also im Haupthaus gibt es sowas, da leben viele Frauen, die sich auch um Kinder kümmern, die sich um Kranke kümmern. Das findet da eher im Haupthaus statt. Dann bringen wir ihn zum Haupthaus. Aber beides sind ja die Vollvariante. Okay, dann bringen wir... Entscheidet ihr, Entschuldige, ich will euch immer nicht beeinflussen. Wolfe. Ja. Lasse. Glaubst du, Leif wird es schaffen? Was hast du in Medizin, Jahl? Keine regelkonforme Frage. Würdest du ihn nicht fragen? Ja. Kannst du nicht mal machen. Sollten wir vielleicht... Ich tu doch mein Bestes, die Heilerin ist doch dabei. Ja, ich muss der Sache doch erstmal auf den Grund gehen. Aber Leif! Punkt. Ihr klopft an die Tür. Ja.
Tretet ein! Ich hab's mir überlegt. Was war das nochmal? Wie würden Sie es nochmal wiederholen? Tretet ein! Die Tür oder was? Okay, ich trete die Tür ein. Ah, okay. Du trittst gegen die Tür. Hab ich sie getötet? Nee, die Tür springt auf. Also, die jungen Herren, also bitte! Kleine Kinder springen an mir hoch und möchten meinen Bizeps fühlen. Du tötest sie. Was tust du? Durch Genickbrochen. Lässt du sie fühlen? Ich spann an und sie fliegen weg. Gut, du hast die Gefahr, entdeckt zu werden von diesem Tier. Das ist ein großes Tier, das kann ich mit einem Schlag töten. Wahrscheinlich zumindest. Wir reden hier nicht von einem Bären, wie wir den kennen. Der Bär liegt da und ist trotzdem so hoch. Ich ruf rüber, Chuck! Oh nein! Chuck! Seid bloß vorsichtig, Mann! Sonst macht er doch aus! Das wurde mir zu lang. Ich verstecke mich. Der Bär erwacht. Also der Bär versucht sich aufzuwachen. Chuck hat sich versteckt. Du hast eine Aktion. Du kannst versuchen zu fliehen zum Beispiel. Ja, oder? Mach das doch. Ja. Mach das doch. Okay, der Bär verfolgt dich und greift euch an. So, ich bin gespannt. Ey, jeden anderen Gag lässt er einfach geschehen. Wie, das war ein Gag? Ich dachte, das war eine Tat halt. Ja, ja so, ich flüchte. Also tut mir leid, ich wusste wirklich nicht, dass das ein Gag sein soll. Okay, ihr kommt am Seher an. Oh, sehr gut, sehr gut. Und er nimmt das, also ihr gebt ihm das Kraut? Diese Frage macht mich misstrauisch. So, ihr gebt ihm das Kraut. Das wird an die Wand geworfen. Psst. Das ist eine Vision, Mann. Alter, wir töten den Jarl. Wir töten den Jarl. Er ist ausgelöscht. Oh nein, dann sagen die, wir wären das gewesen. Damit warten wir das gar nicht. Okay, wir werden den Jarl töten. Ja. Oder was? Das ist unser Schicksal. Das ist eine Vision. Geronima. Gut, es bedeutet, dass wir den Jarl töten, woraufhin alle anderen Wikinger sich auf uns stürzen. Und wir Pfeile in den Kopf kriegen. Das ist korrekt, aber wir alle wissen Detail. Ja, das ist wichtig, denn wir alle wissen, dass Pfeile nicht existieren. Pfeile sind eine Legende. Es ist bisher nicht bestätigt worden, dass jemals Pfeile existiert haben. Das heißt, wir können auch nicht durch Pfeile sterben. Ja. Aber eine kurze Frage. Wie wäre es, wenn wir einfach den Jarl nicht umbringen? Ja, aber warum denn nicht? Wahrscheinlich sind wir es ja Punkt. Gar nicht. Wenn wir jetzt zum Jarl gehen, der wird das Fest vorbereiten. Der wird gar nicht... Redest du Kölsch? Ja. Oh, der Jarl. Vorfahren aller Köln. Ja, der wird das lecker bisschen vorbereiten. Der wird das Ding vorbereiten. Da braucht man keinen Kopf. Da wird man ja nicht mehr reinkommen. Steht da jetzt hin und dann haue ich dem Jarl auf den Kopf. Halt. Das sind auch Kumpels von mir, ne? Ja, du kennst die auf jeden Fall. Ulf. Dorf. Okay, also ihr geht weiter und die Hand berührt jetzt die Brust von euch. Ulf, oh, meine Brust. Nee, also ja, das als ist deine gut. Brust näher kommt. Ulf, warum lässt uns nicht durch? Ach, lasse, du bist. Mensch, das ist doch Ting, da können doch eigentlich nur Häuptlinge hin. Seid ihr willkommen? Also, wir sind doch bei jedem Ting. Boah, ich weiß nicht, lasse ist das. Ein Ting ohne uns? Was ist denn das? Ein Ting der Unmöglichkeit! Ein Ting der Unmöglichkeit! Guck mal, Geronimo, willst du ja wohl nicht dein sein? Jeder freut sich, Geronimo zu sehen. Habt ihr irgendwas, um zu beweisen, dass es sinnvoll ist, dass ich jetzt euch das Ting lasse? Ich bin ein bisschen prominent. Ja, aber das hat beim Ting jetzt wenig Auswirkungen. Was? Lasse. Also deine Prominenz. Ja, zeig ihn die Klinge. Okay, Ulf, ganz ehrlich. Ja? Wenn es unbedingt sein muss, aber ich finde das fragwürdig. Guck mal hier, das haben wir eben gefunden von einem Jarlbären. Das ist ja das Wappen von Trölsje. Ja, das haben wir in einem Jarlbär gefunden. Geht nur durch, lass uns erst mal erklären. Wir haben das in einem Jarlbär gefunden. Boah, eine beeindruckende Geschichte. Das müsst ihr dem Ting erzählen. Und lässt euch durch. Also er lässt euch passieren. Die letzten Jahre haben uns reich beschenkt. Wir sollten also gut überlegen, was wir vorhaben. Denn ich finde, so wenig Konflikt, wie wir momentan im Inland haben, da können wir mal wieder auf große Fahrt gehen. Auf große Fahrt fahren, das sehe ich anders. Mein Dorf wird regelmäßig angegriffen und keiner unternimmt was. Leute verschwinden, Attacken, mein Vieh wird abgemetzelt und ihr sitzt hier wie die Maden im Speck und entscheidet über Wikingfahrten. Ich fordere Genugtuung. Ich fordere, dass hier nachgeforscht wird, was da passiert. Ich habe Verdachte. Ich glaube nämlich, dass Skalme selbst, du, Jarl Rolfe, du selbst, du greifst doch meine Siedlung an. Okay. Oh. Ja, Rolf reagiert. Du, also, das nimmst du dir raus! Zurück zur Wikingerfahrt!
Wo soll es denn hingehen? Schatz, okay, das scheint niemand zu interessieren, was du sagst. Die Leute wollen jetzt streiten. Ich es kommt zum Krieg! Ich fordere einen Reting! Ja! Krieg macht deine Axt stumpf. Aber ich hab Schleifstein. Also, ihr habt nun also 3-4 Tage Zeit, euch vorzubereiten. Wie möchtet ihr euch vorbereiten? Ich brauche ein sehr giftiges Gift. Du hast doch schon Gift. Mehr. Okay, Gift ist in keiner Waffenkammer. Das, also... Habe ich jetzt Gift? Nein. Du kannst mir sagen, ich möchte Gift gewinnen. Ich möchte Gift gewinnen? Stellt euch das vor. Man spannt 4 Schwertklingen, spannt man auf so ein Rad, auf so ein Pferdrad, ja? Und das mit Gedärmen macht man so eine Winde, ja? Winde sagt euch was, ja, ja. Wie es angeln. Es gibt auch Seile. Und dann kannst du das so spannen und dann kannst du es loslassen. Und dann rotieren 4 Schwerter wie Windmühlen des Teufels. Rotieren die durch die Gedärme der Gegner. Und wer transportiert das? Ich. Nee, es ist ja mehr so eine Handwaffe. Aber wie? So, also du hältst das so, oder was? Ja, die Frage wäre, irgendwas für den... Ja, aber also entweder was schießen ist, aber durch was, oder was rotiert das? Das meine ich. Durch was rotiert das? Ja, hier mit so einem Seil halt. Was du da drum spannst, dann ziehst du es einmal auf. Ach so, okay. Fuff, 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 fuff. So ein Gewinde mehr sind, dass du halt so drehst. Wer ist hier der Erfinder? Ich nehme ein Gewinde, dass ich so dreht. Also die Frage ist, was wie heißt die Erfindung? Ich will das immer hören. Das ist ein Pisselmilch. Das ist immer wichtig, weil die Leute wollen 100 Pro dazu den Wiki-Artikel auf Beards Wiki stellen. Der vier Pisselnick. Quattro-Pisselmilch. Der vier Quattro-Pisselmilch. Zwei davon sind extrem giftig und 2 davon darfst du dir eine realistische kreative Wirkung überlegen. Kannst mir auch gleich sagen, was die können. Tod. Das ist sehr giftig. Du hast schon 2-mal die Tod machen. Gut. Also auf euch zukommt ein etwas in die Jahre kommender, aber stämmiger und robust wirkender Mann. Und er kommt auf euch zu und grüßt, eher unterkühlt. Bist du ein Krieger? Er antwortet nicht. Gut. Und macht. Kannst du nicht reden? Darfst du nicht reden? Wieso nicht? Was trägst du bei dir? Ja. Ja, Waffen, jetzt tatsächlich, sag mal, was der für Waffen hat, Spielmeister. Sag mal, was der für Waffen hat? Spielmeister. Kann nicht sprechen, jetzt sag doch! Nein, deswegen habe ich Herr Spielmeister hinterher gesagt. Achso, Entschuldigung. Ja. Ja, der trägt eine Axt bei sich und ein Schild. Also scheint normal bewaffnet, hat einen Rucksack. Eine Einhand-Axt trägt er bei sich. Und ein Schild. Er kann ja, verstehst du uns? Du verstehst, was wir sagen. Wie ist dein Name? Kannst du deinen Namen schreiben, singen, tanzen? Nennen wir dich Klotz. Gut, Klotz zieht seine Axt raus, nimmt sein Schild vor sich und klopft ans ein wenig drauf und macht ein paar doch relativ beeindruckende Axtschwingungen. Also es sieht aus, als ob Klotz arbeitet. Also für mich kommst du in Recall, ich finde, das war ein ganz guter Auftritt. Klotz, nenn uns einen Grund oder schweige für immer, warum wir dich mitnehmen sollen. Er guckt, siehste, und hebt seine Axt und nickt. Steckt zurück. Gut, ich darf ihn der nächste Jarlberg-Bär kommt bestimmt. Also der Tag vergeht eigentlich relativ entspannt. Ihr kommt also an den Weg entlang, als plötzlich zwei Körper am Boden liegen. So, dass ihr es gerade sehen könnt am Horizont. Okay. Geronima, du kommst als erster an. Die beiden liegen tot da und ihnen wurde offensichtlich die Haut vom Gesicht gezogen. Ui, das ist ja ein fürchterlicher Anblick. Ja, keine Ahnung. Also ich meine... Es tut mir leid um die beiden gesichtslosen Wikinger und auch um die Leute, die gevotet haben. Wenn wir es jetzt einfach ignorieren, ist ein bisschen doof. Aber Lasse interessiert ihn nicht so sehr. Wir gehen weiter. Ja, oder? Sollen wir machen? Also Trüllsie. Ja. Nee. Das ist nur ein Vorschlag, den ich in einer selbsterdachten Fantasiesprache spreche. An euch, damit Klotz das nicht mitkriegt. Nee, ihr habt keine Fantasiesprache, die Klotz nicht spricht. Gut. Du hast alles mitbekommen. Ja, genau. Nils hat vorgeschlagen, dass Klotz und ich zuerst Wache machen. Daraufhin hat Simon gesagt, wieso lass doch nur Klotz machen, aber außerhalb des Feuers. Daraufhin habe ich gesagt, was Simon sagt. Wer ist denn wach überhaupt? Du hast gerade den Traum, das heißt, du ja. Erfährst das jetzt gerade, du kannst mit niemandem reden, ja, ich keine Handlung. Und bin. Nein. Nee? Ich entscheide, ob du aufwachst, das ist wichtig. Aber dann kann ich den Traum ja auch nicht teilen. Doch, gleich wachst du nämlich auf, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Du erwachst jetzt. Es geht ums Prinzip.
Am Fluss findest du einen der gesichtslosen Wikinger. Oh, scheiße. Was? Wie? Ich gehe näher hin und guck mir den ein bisschen näher an. Ja. Um einfach nur zu überprüfen, was da los ist. Okay, es hat sich an seinem Grundzustand hat sich nichts geändert. Also er hat die gleichen Verletzungen, ist weiterhin tot, ihm fehlt das Gesicht. Also er weist keine Veränderungen zum Vortag auf. Außer, dass er ein bisschen vergammelter und aufgequollener ist. Gut, dann trete ich ihn vom Ufer weg, sodass er wegschwimmt. Okay. Was ist hier los? Ja, warte mal, ey. Wie? Ich hab doch gerade gerufen. Als die Krieger auf euch zustimmen, stimmt Klotz auf die beiden sofort zu und greift die an. Obwohl ich gerade Halt gerufen habe. Ja. Notiz an mich selbst. Wer ist denn jetzt die junge Frau rennt auf euch zu und zwischen euch durch. Du musst doch mal sagen, wer jetzt hier irgendwie dran ist, sonst reden wir wieder alle durcheinander. Es sagt mir im Moment niemand, was ihr tun wollt. Ja, weil keiner weiß, wer dran ist. Er hat gerade was gesagt, ich habe was dann gesagt. Dann sag mir doch, was du tun willst, okay, anstatt mit zu diskutieren. Ich möchte die beiden Typen, die mit Klotz kämpfen, entwaffnen. Entwaffnen? Aber spreche ich Chinesisch. Okay, wie machst du das? Ja, du kannst eine lustige Antwort geben, aber wie möchtest du mit deiner Zweihand-Axt zwei Typen entwaffnen? Wie, indem ich einfach die Waffe von dem kaputt haue? Ich sag halt, das sind bewaffnete Krieger, ne? Ich hau einmal mit der Axt auf sein Schwert, da hat er kein Schwert. Ich habe einen Vorschlag. Ich habe immer noch diese Bären. Ich gucke euch alle an und so und wir kennen uns lange und wir setzen uns jetzt einfach hin. Wir mampfen schön diese Bären und gucken, wie Klotz, sich mit irgendeinem wahllosen Vollidioten zusammenprügelt, weil es uns offen gesagt auch einen Scheißdreck interessiert. Ist nur ein Vorschlag, aber ich mach das jetzt. Gut. Und schon sitze ich und habe schon ein Fünftel der Bären wegschnabuliert, während ihr noch überlegt. Währenddessen bewege ich mich weiter in Zeitlupe auf das Kampfgeschehen zu. Okay, warte ganz kurz, ich muss mir eben nur einmal nachlesen, damit ich die ganzen Fakten wieder im Kopf habe. In dem Car. Ja, sehr langweilig. So, dein was machst Kampf du, Entschuldige? Was machst du? Nee, ich hab's nicht gehört, Entschuldigung. Es ist ja auch immer noch die Aktion von vor vier Spielzügen. Ich hab gesagt, Entschuldigung, ich lese etwas nach. Ja, ich habe das vor vier Zügen gesagt, was ich mache. Du möchtest ich den warte entwaffnen. Immer noch auf die Exekution der S- dieser. Also, du möchtest den entwaffnen. Ja, er ist ja mittlerweile halt tot. Gut, dann wirf bitte eine Attacke mit deiner Axt. Um 16 erschwert. Weil natürlich. Es ist wirklich jemand mit einem Schild und einer Axt. Der schon halbtot ist, ja, ist super schwer. Halbtot ist der nicht. Hat ja, niemand gesagt. Ja, gut. Was soll ich machen? Ja, du kannst so frech sein, wie du willst. Ja, das ist mir egal. Ändert ich will, überhaupt egal. Nichts an der Welt. Ich weiß, es bringt mir auch keinen Vorteil, wenn ich nicht frech bin. Also kann ich auch frech sein. Das bringt dir einen Nachteil, wenn du frech bist. So, sag mir jetzt, was ich mache. Du schlägst ihn und er verliert sowohl sein Schild als auch seine Axt und eine Hand. Sehr gut. Sehr gut. Also, der steht da. Oh Gott! Oh Gott! Ihr habt ihm halt den Arm abgeschlagen. Was hältst du auch deine dumme Hand in meine Axt? Also, er schreit wie am Spieß. So. Klotz, ich glaube, er hat genug. Er scheint bewusstlos zu werden. Der Blutverlust ist doch recht üppig. Und Klotz! Tief durch. Ruhig! Ruhig, Klotz! Ja, Klotz ist ruhig. Ruhig! Gut. Guter Klotz. Gut. Frau. Ich frag sie erstmal, ob sie Klotz kennt. Wen? Klotz. Sag mir nicht. Der klotzige große Typ, der gerade die anderen verhauen hat. Tut mir leid, ich kenne ihn nicht. Aber du hast ihn gesehen. Der hat dein Leben gerettet. Er steht neben uns. Ja, du siehst ihn. Ja. Sag mal danke auch. Danke, Klotz. Sie hat eben ja noch gesagt, dass sie euch, wenn ihr möchtet, ins Dorf bringen kann, aber erst bei Nacht eben. Martha. Also das sind alle Infos, die ich jetzt habe und die ihr von ihr kriegen könnt. Alles, was ihr sie jetzt fragt, könnt ihr keine Antwort mehr drauf kriegen, die nicht ihr schon kennt. Martha. Eine Frage noch. Danke, Udi, danke. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir der alten Ische vertrauen können, aber wir müssen ja weiterkommen. Deswegen würde ich sagen, ich bin dafür, dass wir das machen mit der Dämmerlichtmission. Gut, also dann. Wollen wir uns aufteilen oder wollen wir uns mal aufgefallen, dass es meistens so ist, dass Hauke uns eine Idee gibt, die smart ist. Dann 10 Minuten lang versuchen wir saudumme Ideen umzusetzen, um dann nach 10 Minuten zur Erkenntnis zu kommen, komm, wir machen das, was Hauke eigentlich wollte, dass wir als erstes machen. Es gibt noch andere gute Ideen, aber das ist eine Idee. Grab einen Tunnel. Das ist eine sehr gute Idee. Wär's, wenn wir so tun, wir nehmen Lasse mit einem Messer an seine Kehle und führen den so rein und sagen, ey, wir haben einen Typen hier gefunden, der gerade zwei von Lasse. Euren... Hammer Idee! Klotz, meine ich. Entschuldigung. Wir bleiben stehen. Hi. Ihr könnt nicht passieren. Warum denn nicht? Der Weg ist versperrt. Wenn wir hier nicht passieren können, passiert gleich was. Jarl Rolfe schickt uns. Dam Dam? Auch nee? Nicht. Jarl Rolfe soll jemand anderen schicken. Was? Warum das denn? Darf ich? Ich kenne diese Leute nicht. Ich bin die Freundin, der Freund. Sie ist geschlechtlich gerade verwirrt.
Wir haben auf Tinder gerade geschattet noch. Wisst ihr, wo Martha ist? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich will mich ja mit ihr treffen. Dann mach, dass ihr wegkommt. Gut. Nun, gut. Dann gehen wir jetzt zurück und wir kommen auch nicht wieder. Machen Sie sich keine Sorgen. Können die Wachen ruhig abziehen. Tschüss. Ja. Könnt ihr nicht die ablenken? Ja. Ja, klar. Stanze. Nein, du kämpfst, also du tust so, als wenn du betrunken wollt bist und kämpfst mit und provozierst, dann kommen die alle zum Haupttor und so. Okay, machen wir. Oder du kämpfst mit. Du machst es nackt. Ich weiß jetzt nur auf den Essen. Ich lass die Zeit jetzt aus schnell, weil halt viel redet. Ja, was macht ihr? Lauft ihr da hin oder singt ihr? Ich die, was die machen, weiß ich. Ich hab nur gemacht, was mir gesagt wurde. Wir fragen Martha, wo es da, wie der Weg ist, wo es zum Brunnen geht. Guck mal, ihr Wachdeppen. Ja. Also nur so, also mein Wurf wird komplett gar nicht beachtet. Nee, er war näher dran und da seine Aktion ist ausgeführt. Okay, willst du aber noch werfen, obwohl du merkst, nur, er kriegt mir ist es, nein, natürlich nicht. Genau. Nur ein Wurf geht doch schneller, als jemandem hinterher rennt. Nee, das nee, du musst den Dolch erstmal ziehen und dann musst du werfen. Er läuft. Zack. Zack. Okay, wir gehen. Gut, zack. Von mir aus wirfst du, der Dolch ist weg. Weil nein, 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 das will ich doch gar nicht mehr. Ja, warum diskutierst du dann gegen dich? Wir dann? Weil du ich will nur nett sein. Du hast mir suggeriert, wir könnten hier verschiedene Lösungswege angehen. Hast du dann aber selbst einen ausgesucht. Aber einer hat funktioniert und dann braucht ihr nicht noch einen zweiten, der nicht mehr funktionieren kann. Gehe ich ans Heck und halte hier schon mal den Pinselmake-Arm rein und mach ihn an. Gut, okay. Ja. Und es scheint tatsächlich zu funktionieren. Also das Boot setzt sich in Bewegung. Alles, Alter. Wieso denn sechs? Ich sage, Martha Klotz noch. All mein Wissen über Maschinen sagt mir, dass dies gar nicht funktionieren dürfte. Doch es funktioniert. Okay, aber es. Also, ihr werdet bemerkt und es versucht ein Gegner auf das Boot zu springen. Dann nehme ich kurz Pizzlemick aus dem Wasser. Das Gute ist, ich kann ihn gleich wieder abwaschen. Okay, ist es. Also der Gegner will aufs Boot springen und du frierst ihn so weg. Bam, bam, bam. Jetzt hätten wir einen Schrei gebraucht. Ja, da ist er. So. Ja, ich würde es gerne beschreiben. Ja. Also ich fange an am Kopf. Ich fange am Kopf an und ich schreibe ihm weise. Wie bei diesen Plastinaden von Gunther von Hagen. Ritt, 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 ritt. Und dabei sehe ich, oh, der hat einen Tumor, der hätte eh nicht lange gelebt. Mhm. Habe ich so erfahren. Und dann gehe ich aber weiter runter, runter, runter durch, bis er nichts mehr da ist. Dann fällt er so runter und dann steche ich noch so nach, aber ihr habt nicht mehr alles erwischt. Den letzten fressen die Haie. Okay, ungefähr so ist es passiert. Josta Berg hat uns diese Trophäe gegeben. Für euch, Jarl. Mit den Worten. Ja, Josta Berg. Josta Berg. Mit den Worten. Also entweder vermischen es gerade oder redest Quatsch. Bring ihn zum Schweigen. Ja, Josteberg ist der euch Klotz gegeben hat. Ich hau dir kurz auf den Hinterkopf. Ich wende aua. Mich. Helf mir! Helf mir doch, Krieger! Offenbar ist es eine Falle. aber Kraft meines Intellektes merke ich doch sofort, was die Lösung für dieses Problem ist. Und er legt den Schalter nach oben und hackt sich die Hand ab. Und er fängt natürlich für die. Oh! Oh! Und sofort greifen die Wachen natürlich zu ihren Waffen und bedrohen euch. Moment. Moment, Moment. Seht ihr es? Und falls ihr immer noch zweifeln solltet, habe ich noch. Diese Klinge! Diese Klinge mit dem Wappen von. Trüllsier! Mit dem Wappen von Trüllsier! Gefunden! In einem Bären! Wer würde denn so etwas tun? Wer würde sowas tun? Das ist der Beweis für dieses Pergament! Hier! Dieses tödliche Pulver entnahm ich der Massenvernichtungswaffe! Dies wäre euer Tod gewesen! Und gesammelt wurde es an der Stelle, wo wir alle dieses Todespulver immer sammeln, wo auch der Bär vernichtet wurde, von der Klinge, von denen! Hier haben wir sie nochmal! Und der Dorfreälteste hebt seinen Arm! Der und der ich habe genug gehört! Die Nationalsozialisten! Das kann ja wohl nicht sein! Und ich habe genug gehört! Ja, ihr redet, ihr sprecht wahres Wort! Ihr seid die neuen Jals dieses Dorfes! Ja! Was? Das endet doch in jeder Menge Streit. Ja. Wir bauen Straßen in alle Richtungen, schicken Schiffe überall hin, keiner kann sich einigen. Seid ihr denn bekloppt? Wie das endet und wie es weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Denn das ist das Finale und das Ende der ersten Runde der zweiten Staffel von Pen & Paper. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ey, das waren Milliarden Daumen, Leute. Hammer. Oh ja.